Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, liebe Heidi Marie. Hallo, lieber Sascha. Ich bin hier bei der Heidi Marie. Wie heißt denn der Ort hier eigentlich? Das hat mein Navi. Edingen-Neckarhausen, zwischen Heidelberg und Mannheim. Also, zwischen Heidelberg und Mannheim. Genau. Und darf ich mich mit der Heidi Marie unterhalten? Ja, ich freue mich schon. Magst du dich mal ein wenig den Zuschauern vorstellen? Ja, mein Name ist Heidi Marie Wellmann. Ich bin ja Coach, Autorin, Seminarleiterin und eigentlich bezeichne ich mich hauptsächlich als Geburtshelferin und ja, begleite Menschen einfach rund um die Berufung, Lebensaufgabe, den Seelenplan und ja, weiteres mehr. Dann im Interview. Ja, das hat schon voll angefangen, wir sind genau. Schon mittendrin. Hast du das schon immer gemacht? Eigentlich war ich schon immer irgendwie jemand, der andere Menschen inspiriert hat, ja. Mhm. Also seit ich, das ist auch etwas ganz Interessantes, seit ich denken kann, als kleines Mädchen war ich immer diejenige, die bei der alles zusammengelaufen ist und die immer die Ideen hatte, andere inspiriert hat, irgendetwas oft auch anzustellen, ja. Aber ja, also im Grunde ja. Okay. Ja. Aber Geld verdient hast du damit nicht, ja, schon immer? Habe ich nicht. Sondern was hast du davor gemacht? Davor habe ich ja, ganz klassisch BWL studiert. Total klassisch. Genau, total klassisch. Und ich habe sogar noch, also ich wollte Karriere machen. Also das war, ich habe zwar relativ früh, war das Thema Spiritualität und so, war schon ein Thema für mich. Und auch Psychologie, also so diese zwei Themen. Aber ich war doch sehr kopflastig und dann habe ich gedacht, okay, also ich studiere erstmal BWL und dann habe ich auch eine Ausbildung gemacht als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und war recht erfolgreich, also im richtigen Business, ja, und ja, gerade so hier in der Rhein-Neckar-Region ein großes Projekt aufgezogen und so, ja, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist richtig toll, aber das ist es nicht. Wie hast du das gemerkt? Es war immer das Gleiche irgendwie, ja, und irgendwie habe ich gedacht, ich weiß nicht, es geht immer nur um die Kohle irgendwie, ja? Und also nichts gegen Geld verdienen, das ist völlig in Ordnung, ja, aber irgendwie, das hat sich nicht stimmig angefühlt und ich habe auch gemerkt, ich war gern mit den Menschen zusammen, die, also in den Projekten und so weiter, aber ich gedacht habe, dann schiebst du das Geld dahin, dann verkaufst du die Wohnung, dann feierst du. Wir haben zum Beispiel immer freitags, gab es immer voll die riesen Sause, ja, was wir alles verkauft haben. Und irgendwann, am Anfang fand ich das total toll, ja. Und, aber irgendwann war das so langweilig. Es war einfach langweilig. Jeden Freitag? Ja. Das ist ja auch nichts Besonderes mehr. Ja, genau. Es war nichts mehr Besonderes. Und es war auch, ja, es hat mich einfach nicht erfüllt. Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das, so geht's nicht. Okay, und dann? Und dann habe ich gedacht, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich mich mehr aus Spaß, mehr oder weniger, bei einer Firma beworben, beim großen Personaldienstleister. Mhm. Und die hatten eine Stelle ausgeschrieben als Abteilungsleiterin. Mache ich. Gerade mal nicht mal 26, mache ich, kann ich. Und irgendwie, ich bin eingeladen worden. Ich weiß nicht, wie es zustande kam. Und es war so geil, das Gespräch mit dem gehabt. Und das heißt, sie können das, fangen sie an, sie haben ein halbes Jahr Zeit, machen sie was draus. Und es war echt schon richtig toll, also ein richtig tolles Gespräch und dann habe ich dann auch wirklich angefangen dort. Und es ging damals um den Bereich Personalvermittlung. Mhm. Ich habe den da aufgebaut für die Rhein-Neckar-Region. Man muss dazu sagen, das ist ein Unternehmen, das bundesweit aufgestellt ist, also immer noch, es gibt es immer noch. Und ja, in jeder Stadt irgendwie Niederlassungen hat oder so. Und ich habe hier für den Bereich Rhein-Neckar, habe ich dann den Bereich Personalvermittlung aufgebaut und habe gedacht, ja, das ist es. Ja, ich kann Menschen helfen, es fühlt sich stimmig an und so weiter. Ich war aber auch sehr ehrgeizig, was dazu geführt hat, es gab so interne Rankings, also welche Niederlassung die beste ist und so. Mhm. Und ich muss schon sagen, ich war eigentlich immer so Platz 1, wenn ich mal 2 war, dann war ich schon ziemlich angepisst. Ja. Also, aber es hat Spaß gemacht. Also ich habe mich erfüllt gefühlt und es war alles immer rund und war auch sehr, sehr erfolgreich hier in der Region.
auch der Wettbewerb ist dann auf mich aufmerksam geworden, mhm. habe dann einige Angebote bekommen und dann habe ich gedacht, wenn ich so gut bin, dann mache ich das alleine. Dann mache ich mich selbstständig. Also ich habe nicht lange dort gearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, nagel mich jetzt nicht fest, 1,5 Jahre oder so. Mhm. Also so in dem Dreh. Also es war schon richtig Karriere, so vom Feinsten. Meine Schwester hat im ähnlichen Bereich gearbeitet. Aha. Wir haben sogar so ein klein bisschen die Aufträge weggejagt und so. Wow. Das war schon witzig. Und dann haben wir gesagt, okay, ey, wir sind so gut, wir machen das alleine. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht. Ach, ihr beide sogar? Ja. Mhm. Ja, mit dem Bereich Personalvermittlung. Mhm. Und ja, so hat dann das Ganze angefangen. Wobei das, was du jetzt machst, ist ja schon noch ein bisschen anders als Personalvermittlung. Genau. Das war der Anfang und auch da muss ich sagen, ich bin halt ein Mensch, ich gehe immer in das rein, was mich gerade interessiert mhm. und mache das auch mit vollem Herzblut. Mhm. Und es muss auch immer für mich passend sein. Also ich könnte nichts machen, wo ich irgendwie was arbeite, damit ich arbeite oder nur Kohle verdiene oder so. Also mhm. das könnte ich nicht. Mhm. Und mit dem Bereich Personalvermittlung, das war schon ziemlich gut, habe aber eins dann festgestellt, und zwar auch relativ schnell wieder, also meine Selbstständigkeit, sehr zum Leidwesen meiner Schwester, dass ich zwar hier einer Person helfen kann, aber alle anderen sich heimschicken. Mhm. Also ich kann eine Person vermitteln, ja, einen kaufmännischen Leiter oder einen, was weiß der nicht, ja, und die, alle anderen, den habe ich habe dann angefangen, weil ich gemerkt habe, ich will irgendwie helfen, habe ich dann angefangen, so Tipps zu geben. Naja, schau doch mal so, meinst du nicht, das ist besser so, oder vielleicht machst du mal die Unterlagen anders, präsentierst dich mal anders, gehst mal anders vor. Und irgendwie, ohne dass ich es wollte, bin ich in dem Bereich wirkliche Karriereberatung, Bewerbungsberatung reingerutscht. Auch das ging relativ schnell. Und das habe ich dann auch. Dann habe ich Vorträge, Workshops gemacht und dann hat eigentlich so dieser Bereich angefangen. Parallel dazu auch Unternehmen begleitet. Also auch gerade so zu sehen, okay, wie passen Menschen auch innerhalb von Unternehmensstrukturen, ja, also das Potenzial dann auch richtig. Also da haben auch die Kontakte mehr angefangen. Und es ging dann immer mehr und da hab ich auch immer gemerkt, dass ich immer mehr auch zu mir komme, ja, und immer mehr auch, dass ich total ich bin. Also ich habe zum Beispiel den allerersten Vortrag, den ich gemacht habe, in der Öffentlichkeit, das lief folgendermaßen ab. Und zwar, ich hatte schon eine Weile so das Thema Bewerbungsberatung und auch so bei Unternehmen war ich auch schon so ein bisschen bekannt und dann hat mich von der Uni jemand angerufen und hat mich gefragt, am nächsten Tag ist irgendein Vortrag ausgefallen und da ging es um irgendwie so erfolgreich bewerben oder so. Mhm. Und er ruft an, ob ich morgen, sie wären irgendwie so auf mich gekommen, ob ich das machen könnte. Ne? So. Mhm. Und ich in meinem Mann, ja klar, mach ich. Mach ich. Ich kann alles. Und dann habe ich habe aufgelegt, ich sage zu meiner Schwester, du, ich halte morgen einen Vortrag. Und dann sagt sie, ja, Thema, soll ich halt bewerben, richtig bewerben, soll ich, das kann ich doch, ja. Also bin ich dann dahin und das war so geil. Das war so geil, das hat so Spaß gemacht, mhm. ja. Ich war zwar aufgeregt irgendwie, aber irgendwie war es auch wie nach Hause kommen, mhm. ja. Und es war total klasse. Und als ich das dann gemacht habe, wusste ich, also das wird auch ein großer Teil meiner Arbeit. Ja, also mehr in die Öffentlichkeit und auch so, es war auch total faszinierend, also im Zweiergespräch und in kleinen Gruppen und so kannte ich das schon, also dieses, dass die Menschen so, ne, so bei mir sind. Mhm. Aber so diese Masse, mhm. ja, und die wollten gar nicht gehen, ja, und ich denke, ich bin fertig, ja, und immer wieder kam sowas und immer wieder und auch so. Und das ist so, das war so wie, das kam alles so aus mir raus, mhm. ja. Und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Irgendwie heißt wie? Dann kam ja dieses Thema Karriereberatung, war ja damals so ein bisschen Schwerpunkt, ne? Also auch der Begriff Karriereberatung. Und auch das habe ich dann irgendwann gemerkt, na, das ist nicht das. Weil ich habe mich ja mit spirituellen Themen beschäftigt, also schon vorher und zu dem Zeitpunkt dann noch viel intensiver. Mhm.
und wollte auch immer so diese Spiritualität mehr in das Business reinbringen. Mhm. Zwar am Anfang immer so versteckt noch, also jetzt mache ich es ja offensichtlich, aber da war es ein bisschen so versteckt. Also wenn du zu mir gekommen bist, dann hast du nicht automatisch denken müssen können oder annehmen müssen, dass ich irgendwas mit spirituellen Themen zu tun habe. Aber gelandet sind wir doch immer wieder dort, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, Karriere, um Karriere geht es doch gar nicht. Kein Mensch will Karriere machen im Grunde. Ja, es geht, du wirst entweder, bist du unterwegs, weil du Kohle verdienen willst, musst oder wie auch immer, oder du willst dich irgendwie verwirklichen, ja, aber Karriere, das ist eigentlich ein Konstrukt aus irgendwie vergangenen Zeiten, ja, wobei ich kenne das selbst, ich wollte Karriere machen, ja, also. Warum? Warum wolltest du damals Karriere machen? Weil ich mich über Erfolg definiert habe, schon immer, weil ich schon zu den Menschen gehöre, die sehr ehrgeizig sind, also immer noch, die schon immer sehr gut waren in den Dingen, die sie gemacht haben. Also mir fallen viele Dinge auch einfach. Ich begreife Dinge ziemlich schnell, ich kann Dinge schnell zusammensetzen, zumindest das, was mich interessiert. Also wenn du mir etwas über Autos oder irgendwelche technische Dinge, Informatik oder so, da schnarche ich dir schneller weg, wenn du gucken kannst. Ja? Das interessiert mich einfach nicht, dass es funktioniert, aber ansonsten interessiert es mich nicht. Aber das, was mich interessiert, da bin ich bumm, ja, da bin ich dann mittendrin und auch aus mir kommen dann einfach die Dinge zusammen. Und ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Und du warst gerade, dass eigentlich keiner Karriere machen will. Oder? Genau. Und ja, wie gesagt, ich habe dann irgendwie selbst gemerkt, Karriere machen, das ist zwar gedacht, dass ich das machen will, weil ich dann auch merke, ich war total gut in der Schule. Also ich habe fast nichts gelernt oder so, aber war trotzdem gut. Ich habe auch mein Studium habe ich gemacht, da war ich Mutter, da war ich selbstständig, ja. Und habe es trotzdem mit 1, noch was abgeschlossen. Ja, also das war jetzt irgendwie so. Aber es ging um ganz andere Dinge. Ich wollte die Anerkennung im Prinzip. Ja, das habe ich zwar damals nicht so gesehen, aber das war so. Ich wollte, ich habe es gern gehört, dass ich was Besonderes bin. Ja? Dass ich immer herausrage und dass ich so clever bin, dass ich so tolle Ideen habe, dass ich immer einen Schritt voraus bin und so weiter. Ich habe das gerne gehört. Ich habe mich darüber definiert. Ja, weil ich das auch so ein bisschen aus der Kindheit schon mitbekommen habe, ja. Und dass wenn man sich besonders anstrengt, man muss besonders viel machen, man muss vorwärts kommen und so weiter. Also habe ich, weil ich das ja besonders gut konnte, habe ich auch eine Berechtigung in Anführungsstrich, dass man mich ja mag im Prinzip, ja, dass man mich liebt. Das war schon Thema. Und dann habe ich erkannt, okay, das funktioniert so nicht, also ne, Karriere ist nicht, das auch mich selbst hinterfragt, will ich mache ich das? Ich habe mich zum Beispiel auch nie gefreut, als ich mein Studium abgeschlossen habe, auch in dieser Konstellation, ich habe das nicht gefeiert. Ich habe bis heute keine Party gemacht. Dann machen wir jetzt noch rein. Ja, bescheuert eigentlich. Ja, und es war wirklich eine Leistung, ja. Und ich meine, es hängt auch damit zusammen, dass ich mich viel auf bestimmte Menschen, auch zum Beispiel in der Familie oder so, dass sie das selbstverständlich gesehen haben. Also wenn ich das gemacht habe, ja, war das halt klar, du bist halt gut. Ja, so. Also war das irgendwie auch nichts Außergewöhnliches. Natürlich war es außergewöhnlich, ja. Und es war letztendlich nicht erfüllend. Und dann habe ich gemerkt, okay, mich zieht es immer mehr. Ich habe dann angefangen, nebenberuflich, ja, also neben meinem Business und was weiß ich nicht, Psychologie zu studieren. Und habe aber schon immer gewusst, ey, das will ich nicht machen. Also ich will keine Menschen da auf der Couch begleiten oder so. Das geht gar nicht. Und dann ich schreibe schon lange Tagebuch oder immer wieder mal intensiver. Und dann habe ich auch irgendwann reingeschrieben, ich weiß nicht, warum ich das studiere, aber ich mache es halt einfach, ja. Und das hat tierisch Spaß gemacht. Und ich habe auch die Frage irgendwann reingeschrieben, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich es mache, aber irgendwann werde ich es erkennen. Und an dem Tag, und das war wirklich wie Magie, an dem Tag, als ich beschlossen habe, ich werde jetzt Coach oder ich gehe jetzt auch damit nach außen, habe ich genau diese Passage in diesem Heft aufgeschlagen. Wirklich viele, viele Jahre später, ja. Und dann hat es war wirklich, auch heute, wenn ich noch davon erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut, ja. Weil es war so wie, da hat sich echt ein Kreis geschlossen und dann wusste ich, ja, es geht um ganz andere Dinge, ja. Ich will Menschen helfen, das wollte ich schon immer. Ich bin jemand, ja, der oft vorausrennt, weil ich meine eigenen Erfahrungen auch im Extremen immer mache, ja, also immer extreme Erfahrungen. Aber, und das war schon immer mein Thema, damit ich andere irgendwie inspirieren kann oder ihnen irgendwie helfen kann.
Und dann war das auch klar. Ja? Dann wusste ich, Karriere mache ich, weil ich wirklich gemocht werden will. Aber darum geht es gar nicht. Ja. Und es waren natürlich auch meine eigenen Themen, da musste ich näher hinschauen und so weiter, loslassen, bla bla bla, was man halt alles so macht. Ja. Und kam dann dieses Thema Coaching, dann ging es immer mehr. Am Anfang noch ein bisschen so.